B4.5. Unter den Pyramiden ABDPN hat die Pyramide ABDP0 das größte Volumen. Begründen Sie, weshalb das Volumen der Pyramide ABDP0 halb so groß ist wie das Volumen der Pyramide ABCDS. Es geht hier um Volumen, das heißt, am sinnvollsten wäre es mal die Volumenformel schnell zu holen. Pyramide finden wir auf Seite 10 in der Formelsammlung. Haben wir auch oft schon gut benutzt für diesen Aufgabenteil. Hier haben wir es stehen, ein Drittel mal die Grundfläche mal die Höhe. Das heißt, das Volumen ist einerseits abhängig von der Grundfläche, andererseits von der Höhe. Überprüfen wir mal nur die Grundfläche. Die Grundfläche von ABCD mit der Spitze S ist ja hier eine Raute. Okay. Von der ABDPN haben wir hier nur dieses Dreieck drin. Ja, und das ist im Prinzip genau die Hälfte von der Raute, weil wie gesagt, die Diagonale halbiert die Raute ja, ist eine Symmetrieachse. Das bedeutet, die Grundfläche von ABDPN ist nur halb so groß wie die von ABCDS. Da hätten wir jetzt schon mal einen Hinweis auf, dass das Volumen halb so groß ist. Ja, das ist Überprüfung 1. Jetzt müssen wir natürlich noch die Höhe überprüfen, ob die da noch irgendwie mit reinspielt oder ob das jetzt schon im Prinzip komplett ausreichend ist. Die Höhe von der Pyramide ABCDS ist die Strecke AS die Höhe. Die da. So, jetzt müssen wir überlegen, was passiert mit der ABDPN, weil dieser Punkt P, der kann ja je nachdem, wie groß das X ist, im Prinzip hier auf der Strecke, ich meine es mal so, auf der Strecke SC im Prinzip hin und her wandern. So, wann wird jetzt das Volumen dieser blauen Pyramide der ABDPN am größten? Kann ja schnell so Überlegungen anstellen, was passiert, wenn das x immer größer wird, als es 4 oder 5 oder 6 und so weiter wird. Der Punkt P wandert immer weiter nach rechts und man sieht eigentlich, die Höhe wird immer kleiner. Das heißt, in diese Richtung wird das Volumen immer kleiner. Was passiert, wenn ich weiter nach links gehe, als das x immer kleiner mache? Ich glaube, man kann es langsam erkennen. Der Punkt P fällt auf das S drauf. Damit folgt, dass diese Höhe von der Pyramide ABDPN, also diese Strecke PF, genau auf die Strecke SA drauf fällt. Und damit folgt daraus, dass diese blaue Pyramide genau die gleiche Höhe hat wie die schwarze Pyramide in dem Fall. Die Höhe ist also gleich und die Grundfläche ist nur halb so groß. Und das, was ich jetzt mit vielen Worten ausgeschmückt habe, das muss man jetzt halt noch irgendwie zu Papier bringen. Man könnte das zum Beispiel mit folgenden Sätzen schreiben. Da bei ABDP0 der Punkt P0 direkt bei Punkt S liegt oder in Punkt S liegt, ist damit die Höhe gleich. Wir könnten dann so hinschreiben. AS ist gleich, was haben wir? F0, P0. So, damit haben wir eine Aussage über die Höhe getroffen. Jetzt brauchen wir noch die Grundfläche. Die Grundfläche ABD ist allerdings nur halb so groß wie die Raute ABCD. Damit ist auch das Volumen der Pyramide ABDPN P0, nicht PN, nur halb so groß wie das von, na, jetzt steigt der Stift wieder. Von der Pyramide
A, B, C, D, S. Ja, jetzt haben wir eine Aussage über S, über die Grundfläche, dass die nur halb so groß ist und damit auch die das Volumen nur halb so groß ist. Man könnte es natürlich mit Formeln noch ausschmücken, zum Beispiel Volumen A, B, C, D, S ist gleich ein Drittel mal, als Grundfläche haben wir die Raute, also AC mal BD mal die Höhe AS. So, und Volumen von ABD P0 ist gleich ein Drittel mal ein Halb mal, und jetzt haben wir nur die Hälfte von AC. Ja, es ist nur dieses Dreieck mal BD. Mal, jetzt habe ich aber ordentlich geschmiert. So, ein bisschen besser. Mal AS, weil die Strecke FP ist ja gleich mit AS. Und jetzt sieht man es eigentlich recht deutlich. Wenn ich hier so ein 1,5 rausziehe, kann ich ja durch die Kommutativgesetz, da ich hier nur reine Multiplikationen habe, also die Klammer bräuchte ich nicht wirklich. Ich ziehe mal einmal das Halb nach vorne. Schreibt den Rest einfach mal in die Klammer rein, mal AC, mal BD, mal AS. Und da sieht man jetzt recht deutlich, dass der Unterschied zur ABCD genau der Faktor 1,5 hier vorne ist. Ja, und damit haben wir jetzt eigentlich auch nachgewiesen, dass das Volumen, das maximale Volumen, genau die Hälfte ist von der Pyramide ABCDS.